Apostelgeschichte, Kapitel 21. Als wir uns nun von ihnen losgerissen hatten und dahinfuhren, kamen wir geradeswegs nach Kos und am folgenden Tage nach Rhodus und von da nach Patara. Und da wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren hin. Als aber Zypern in Sicht kam, ließen wir es zur linken Hand und fuhren nach Syrien und kamen an in Tyrus, denn daselbst sollte das Schiff die Ware ausladen. Und als wir die Jünger fanden, blieben wir daselbst 7 Tage. Die sagten Paulus durch den Geist, er sollte nicht hinauf nach Jerusalem ziehen. Und es geschah, da wir die Tage zugebracht hatten, machten wir uns auf und reisten weiter. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt, und wir knieten nieder am Ufer und beteten. Und als wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir ins Schiff, jene aber wandten sich wieder heimwärts. Wir aber fuhren mit dem Schiff und kamen von Tyrus nach Ptolemais und grüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Des andern Tages zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den 7 war, und blieben bei ihm. Der hatte 4 Töchter, die waren Jungfrauen und weissagten. Und als wir mehrere Tage dablieben, kam herab aus Judäa ein Prophet mit Namen Agabus. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach: Das sagt der Heilige Geist, den Mann, des der Gürtel ist, werden die Juden so binden zu Jerusalem und überantworten in der Heiden Hände. Als wir aber solches hörten, baten wir und die aus dem Ort waren, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete: Was macht ihr, dass ihr weinet und brechet mir mein Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben zu Jerusalem um des Namens willen des Herrn Jesus. Da er aber sich nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen: Des Herrn Wille geschehe. Und nach diesen Tagen machten wir uns fertig und zogen hinauf nach Jerusalem. Es kamen aber mit uns auch etliche Jünger von Caesarea und führten uns zu einem mit Namen Mnason aus Zypern, der ein alter Jünger war, bei dem wir herbergen sollten. Als wir nun nach Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Des andern Tages aber ging Paulus mit uns zu Jakobus, und es kamen die Ältesten alle dahin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem andern, was Gott getan hatte unter den Heiden durch seinen Dienst. Da sie aber das hörten, lobten sie Gott und sprachen zu ihm: Bruder, du siehst, wie viel 1000 Juden gläubig geworden sind und sind alle Eiferer für das Gesetz. Ihnen ist aber berichtet worden über dich, dass du alle Juden, die unter den Heiden wohnen, lehrest von Mose abfallen und sagest, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden, auch nicht nach jüdischer Weise leben. Was nun? Auf jeden Fall werden sie hören, dass du gekommen bist. So tu nun dies, was wir dir sagen. Wir haben 4 Männer, die haben ein Gelübde auf sich. Die nimm zu dir und lasse dich reinigen mit ihnen, und trage die Kosten für sie, dass sie ihr Haupt scheren können, so werden alle erkennen, dass es nicht so sei, wie ihnen über dich berichtet ist, sondern dass du selber auch nach dem Gesetz lebst und es hältst. Denn nur den Gläubigen aus den Heiden haben wir geschrieben und beschlossen, dass sie sich bewahren sollen vor dem Götzenopfer, vor Blut, vor Ersticktem und vor Unzucht. Da nahm Paulus die Männer zu sich und reinigte sich des andern Tages mit ihnen und ging in den Tempel und zeigte an, dass die Tage der Reinigung vollendet seien,
sobald für einen jeglichen unter ihnen das Opfer gebracht wäre. Als aber die 7 Tage zu Ende gingen, sahen ihn die Juden aus der Landschaft Asien im Tempel und erregten das ganze Volk und legten die Hände an ihn und schrien: Ihr Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle Menschen in allen Enden lehrt, wider unser Volk, wider das Gesetz und wider diese Stätte. Dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Denn sie hatten mit ihm in der Stadt Trophimus den Epheser gesehen, den meinten sie, hätte Paulus in den Tempel geführt. Und die ganze Stadt ward erregt und ward ein Auflauf des Volkes. Sie griffen aber Paulus und zogen ihn zum Tempel hinaus, und alsbald wurden die Türen zugeschlossen. Da sie ihn aber töten wollten, kam die Kunde hinauf vor den obersten Hauptmann der Schar, wie das ganze Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm alsbald Kriegsknechte und Hauptleute zu sich und lief hinunter zu ihnen. Da sie aber den Oberhauptmann und die Kriegsknechte sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Als aber der Oberhauptmann nahe herzukam, nahm er ihn an sich und hieß ihn binden mit 2 Ketten und fragte, wer er wäre und was er getan hätte. Einer aber rief dies, der andere das im Volk. Da er aber nichts Gewisses erfahren konnte um des Getümmels willen, hieß er ihn in die Burg führen. Und als er an die Stufen kam, mussten ihn die Kriegsknechte tragen wegen des Ungestüms des Volkes, denn es folgte viel Volks nach und schrie, weg mit ihm. Als aber Paulus in die Burg geführt werden sollte, sprach er zu dem Oberhauptmann, darf ich mit dir reden? Er aber sprach, kannst du Griechisch? Bist du nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr gemacht hat und führte in die Wüste hinaus 4000 Meuchelmörder? Paulus aber sprach, ich bin ein jüdischer Mann von Tarsus, ein Bürger einer namhaften Stadt in Zilizien. Ich bitte dich, erlaube mir zu reden zu dem Volk. Als er aber es ihm erlaubte, trat Paulus auf die Stufen und winkte dem Volk mit der Hand. Da nun eine große Stille ward, redete er zu ihnen auf Hebräisch und sprach: